Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neues Let's Play, ein neues Glück. Ich habe mich in meine Saber gesetzt und bin gerade auf dem Weg nach Dema. Und witzigerweise ergab es sich so, dass ich hier von einem Asteroiden halt rausgezogen wurde. Und was soll ich sagen? Selbstverständlich sind sofort Piraten am Start, die mich auch noch richtig schön dumm von der Seite angemacht haben. Und ich denke, da ich meine Saber gerade halt nochmal ein bisschen aufgebieft habe, probiere ich doch das jetzt einfach mal aus. So, also wie schlimm diese Herrschaften Piraten denn jetzt wirklich sein können. Ach Gott, das sind zwei Caterpillar. Da fühle ich mich jetzt aber schon fast ein bisschen schlecht. Oi, oi, oi. Splash number one. So, wo ist der andere? Sieht's denn aus? Wollt ihr jetzt verhandeln oder war die Drohung jetzt wirklich ernst gemeint? Ja, exakt. Ich befinde mich tatsächlich im PU gerade. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt halt immer wieder mal halt so Frame Drops und halt so kleine Lag Spikes. Aber seien wir ehrlich, funktioniert trotzdem ganz gut. So, das war der zweite. Jetzt ernsthaft, das waren zwei Caterpillar. Mal gucken, ist da jetzt was übrig geblieben? Tja. Liebe Freunde, also, wie sagt man, don't bring a knife to a gunfight? Aber das war jetzt wirklich nicht eure cleverste Idee, mich hier dumm von der Seite anzumachen. Und dann auch noch mit Caterpillern. Also ich meine, was wollten sie machen? Wollten sie mich halt mit der Fracht bewerfen? Oder was haben sie sich genau überlegt, was da passieren soll? Naja, egal. Springen jetzt einfach mal weiter auf Dema und guck mal, was unterwegs da noch so passiert. Vielleicht geschieht ja noch was Lustiges. Wir haben weiterhin ein paar kleine Probleme mit diesem Patch. Warum habe ich jetzt eigentlich Crime Stats bekommen dafür, dass ich Piraten gekillt habe? Na gut, was soll's. Dann habe ich jetzt wenigstens eine Aufgabe, und zwar meine Crime Stats auf Korea zu wipen. Und dafür begeben wir uns in den Orbit von Selin, weil dort befindet sich nämlich der Korea Security Outpost, wo man das halt tun kann. Ich würde sagen, da springen wir einfach mal auf gerader Linie hin. Und wir sehen, das funktioniert leider so nicht so ganz. Weil sich offenbar dann jetzt doch nochmal hier die Winkel ein bisschen verschoben haben. Wo war ich genau? Wir haben ein kleines Problem in diesem Patch. Und zwar, dass wir de facto sich Trading halt einfach nicht lohnt. Ja, also man verdient einfach viel zu wenig dafür, dass sich der Weg halt lohnen würde. Das andere ist, es gibt jetzt ja Missionen in diesem Patch, die man jetzt halt machen könnte, so man denn wollte. So, das hier ist ein weiterer Bug. Springen wir erstmal. Nehmen wir das danach nochmal. Jedenfalls ist es so, dass man jetzt halt Missionen machen kann in diesem Patch. Nur gibt es davon einfach wahnsinnig wenig. Die lohnen sich halt so halbwegs, aber es ist tatsächlich momentan der effizienteste Weg, Geld zu verdienen in Star Citizen, weil, wie gesagt, Trading ist einfach so hart genervt worden, dass halt eigentlich alles, außer man verkauft jetzt Drogen oder so, was halt auch nochmal eine Kunst für sich ist und dann obendrein noch illegal, kein Geld bringt. So, da wir aber Geld brauchen, um unsere Schiffe halt in verkürzter Zeit zu spawnen, oder halt Ausrüstung zu kaufen, pipapo, alles, was man in einem MMORPG gerne so tut, müssen wir halt irgendwie Geld verdienen. Und es gab jetzt noch mal einen kleinen Patch, der halt die Performance verbessern sollte und zum Beispiel auch diese sehr langen Respawn-Zeit und die sehr teuren Expedited-Fees runtergenervt hat, de facto. Ja, es ist günstiger geworden, die Schiffe jetzt beschleunigt wieder zu claimen. Und es ist, ja, die Performance ist halt tatsächlich weiterhin überhaupt nicht so schlecht. Ich bin jetzt hier gerade auf 35 Frames. Aber
Ja, gut. Es bleibt halt das Problem, dass halt einfach Geld verdienen halt gar nicht mal so einfach ist. So, mal gucken, ob ich jetzt halt hier mal nach Senen rüberjetten kann. Zack. Und dann wipen wir erstmal halt hier diese Crime Stats. So, 1, 2, 3. Nächstes vorbei. Gucken wir einfach mal in der Außenperspektive ein bisschen um. Ja, ihr seht, es rappelt halt schon hin und wieder mal ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall. Jetzt bin ich über 40 Frames. Auch nice. So, da. Ne, Terra Mythic Hydrofarm wollte ich. Was wollte ich? Ah ja, genau. Ich wollte. Hierher. Security Outpost Carrier. So. Müsste eigentlich. Ah ja, genau, hier. Und die Plotlinien, die wir jetzt hier in der Mitte sehen, die kleine grüne Linie, die stimmt jetzt wieder. Das war nämlich jetzt in 3.0 halt immer in die 3.1. Das ist wirklich ein Problem, dass das halt nicht immer so richtig hingehauen hat. Das ist mit dem Patch jetzt auch wieder behoben. So, mal hoffen, dass ich jetzt hier nicht allzu viel hässliche Security rumtreibt, weil ich würde jetzt ungerne mein Crime-Stat jetzt noch vervollständigen, weil ich mich jetzt hier gegen nerviges Gebrüderich irgendwie durchsetzen muss. Und schleichen wir uns mal an die Plattform ran. Sieht schon ganz gut aus hier. Oh, come on. Really? Ein Saber. Mhm. Hält sich ruhig. Okay, jetzt scheint aber ein Spieler zu sein, tatsächlich. Avi Raptor. Proximity Alert. Head. Automated landing initiated. Landing gear deployed. Launch complete. Ja, die ist wahrscheinlich aus demselben Grund hier wie ich. Bonk. So, dann schalten wir mal nur die Engines aus. Die Schilder anbleiben, dass das Ding hier nicht halt direkt Frankfurter wird. Dann hoffe ich mal, dass der Avi Raptor mir jetzt hier nicht den Arsch versohlen möchte, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht so riesen Bock auf Beef. Aber gut, das werden wir dann ja sehen. Und Hauptsache, es taucht jetzt hier keiner auf und versucht mir jetzt halt meine Saber noch in Stücke zu hauen. Das wäre halt auch nicht so nett. Machen wir erstmal auf hier. Witzig. So. Na, vielleicht sollte ich ihm gar nicht damit so direkt gegenübertreten. So. Und jetzt holen wir mal in die Ecke und warten. Drei Crime Stats tatsächlich vor. Oder nee, es sind sogar vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier von fünf. Ach je, ach je. Ich bin ein gesuchter Outlaw. Wie ist denn das passiert? Gottes Willen. Ach, da ist er. Der hat auch noch die Knarre gezogen. Sorry, Avi Raptor. Ich bin ohne gezogene Knarre durch die Gegend gelaufen. Aber wir sehen, das Baby ist schon weiterhin die tödlichste Waffe im Spiel.
Custodian. Und ich habe hier sogar halt die Special Edition, die wir damals auf der CitizenCon bekommen haben. Ja, wo Chris Robertson meinte, ach egal, jetzt kriegt er einfach beide. Ich habe die im Fallout 42 Design. Und dann gibt es auch die nochmal, die Dr. Oberstier designt hat. Die rot-weiße im Austrian Design oder Österreich. So, aber da ich jetzt natürlich den Kollegen gegen mich aufgebracht habe und ich jetzt halt auch keine weitere Munition. Verdammt, ich hätte mal Munition einkaufen sollen. Naja. Jedenfalls ein Feind reicher wahrscheinlich, spätestens wenn dieses Video online geht und wenn er dann auch noch ein Deutscher war und sich das zufällig angucken sollte, halt so, dann sind wir wahrscheinlich keine Freunde mehr. Es tut mir an dieser Stelle wirklich sehr leid, aber ich hatte jetzt keine große Lust darauf zu wetten, dass du mir nichts tust, sondern du hattest die Knarre gezogen. Soll ich sagen, ich habe jetzt die Chance einfach beim Schopf ergriffen und Nägel mit Köpfen gemacht oder Spieler ohne. Nicht böse gemeint, ne? Nichts Persönliches. Ich kann mal die Zeit nutzen, um hier die Display-Info einzublenden. Und es deckt sich mit meiner Nvidia GeForce Experience. 36 Frames, 39, hin und wieder hängt es mal ein bisschen. Aber ist eigentlich ganz nice soweit. Später. Meine Güte. Wer klappert hier? Na, vielleicht soll ich einfach mal die Seite wechseln. Ist ja vielleicht auch gar nicht so blöd. Hier, was ist denn jetzt hier los? Ach komm. Use. Ja. Who knows? Das könnte jetzt hier ein wenig zeitaufwendiger werden. 3 Tage später. Wenn ich es recht bedenke, was passiert jetzt eigentlich, wenn das gerade AWS Predator war? Seine Saber steht ja noch da draußen. Er hat den Crimeset, deswegen war er hier. Das heißt, wenn er jetzt wieder aufwacht, dann muss er auf Grimhex aufwachen. Aha. So, nu? Oh Gott, das war einer. Ja, machen wir das Spiel halt einfach noch 3-mal. So. Ja, sauber. Hier. Na, komm schon. Ah, da oben ist er. I see you. He's back. Ja, komm schon, wo bist du? Hm? Wo bist du? Du kleiner Splasher. Nur ein 2er Crimestat? Wir werden 3er draus machen, offenbar, hm? Läusen.
Aha. Na, wenn der sich mal nicht halt vorne im Sicherheitsbüro verschanzt hat. Den wir gar nicht gesehen haben. Ich könnte jetzt natürlich einfach meine Saber nehmen und mich nach Grimmex verpfeifen. Aber das wäre irgendwie auch lame, oder? Na, wo ist er? Okay, hier ist er offenbar nicht. Mein Saber steht immer noch sicher da draußen. Müsste unten eigentlich auch mal wieder den Knopf drücken. Kostet mich jetzt hier alles irgendwie Zeit, ne? Weil ich habe ja Zeit, aber... Ach, come on, ehrlich? So, einer weniger. Da ist der zweite. Jetzt bin ich alle. Ja, das ist schon so ein Problem mit der Moon, ne? Na komm, verblutet er jetzt wenigstens noch, oder? Oh. Natürlich auch mal ganz unvorsichtig hier. Weapons, was habe ich denn noch? Hier irgendwie ein Sidearm. Mal gucken, mal nehme ich doch hier irgendwie die Ballistik. Dann nehme vielleicht auch die Energy und dann nehmen wir hier mal das noch. Ach, guck mal, und es gibt sogar hier... Ich hab sogar fürs Custodian SMG mein Krempel dabei. Spare Weapon Custodian. Hilf. Bin doch zu zweit aufgekreuzt. Der eine hier, der andere hier. Tja. So läuft's dann. I'm very sorry. Alter. Bisschen, wie ist das denn jetzt passiert? Use. Tja. Ich mache heute nicht so den wahnsinnig ausgeglichenen und halt so freundlichen Robin Hood Eindruck, ne? Eher so der crazy ass Revolverheld, der irgendwie alles über einen Haufen schießt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber es ist, ja. Entschuldigung. Tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das ist mir wahnsinnig unangenehm. Aber ich muss halt diesen Crime-Set loswerden. Und wenn ihr mir hier irgendwie unnötig auf die Nerven geht, dann geht es halt nicht. Jetzt habe ich halt wieder einen Vierer-Crime-Stat. Er ist doch scheiße. Weißt du, wenn wir das philosophisch betrachten, bin ich eigentlich der Grund dafür, dass die Leute hier mit gezogener Waffe reingehen? Einfach dieses grundsätzliche gesellschaftliche Phänomen dieser zwischenmenschlichen Gewalt, die wir auf unsere lieben Brüder und Schwestern Citizens ausüben? Ja, ist es das? Oder ist das halt einfach total fair game und das macht man ja halt einfach so? So, jetzt bleibt bitte weg, bis ich mein Crampset gewiped habe, weil das kann ja wirklich nicht wahr sein. Mir wirklich hochgradig unangenehm. Wie sieht so ein Mörder endlich aus? Ja gut, okay, seien wir ehrlich. Also dem Typen würde ich ja auch nicht über den Weg trauen hier. Tja, gruselig, ja. Mit seinem komischen Monokel sieht aus wie Lex Luthor. Naja.
Aber das ist halt echt so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man so den Piraten-Lifestyle fährt. Weil im Grunde genommen, du kommst ja eigentlich nie wieder halt aus dieser Viperei raus, ne? Ja, jedes Mal. Päckchen finde ich falsch abgegeben, bist direkt wieder halt so mit Crusader Security zusammengerasselt, zack, Crime Stats. Ja, dann halt irgendwie, dein Vertragspartner bezahlt dich nicht, ja? Du lässt ihn halt ziemlich unmissverständlich wissen, dass du das nicht gut findest, zack, Crime Stats. Ja, der blöde Sack dann halt in der Supermarktschlange vor dir, ja, irgendwie braucht halt ewig mit dem Kleingeld bezahlen, zack, Crime Stat. Also es ist halt, eigentlich ist man wirklich halt arm dran, so als Pirat, das ist gar nicht so gut. Aber deswegen gibt's ja das Crash Core, ne? Wir befreien euch dann, ja, von dieser furchtbaren Existenz, ja, lösen euch von eurem Leid. Wir tun das aus Mitgefühl, wir tun das aus reinem menschlichen Mitgefühl. Wie ihr gesehen habt, ne? Ich habe dich ja alle ganz mitfühlend von ihrem Leid befreit. Genau, das war's. Ich bin eigentlich bin ich ein Samariter. Genau, das ist das, was hier passiert. Meine Güte, man hat schon ganz schön viel Zeit, weil man hier so auf Korea in der Ecke sitzt und wartet, dass halt das Hacking-Script seine Arbeit macht. Ich rechne jetzt damit, dass die jetzt hier mit einer Hundertschaft anrücken. Ja, und versuchen hier den armen Dosa davon abzuhalten, seine völlig zu Unrecht kontaminierte Personalakte wieder in Ordnung zu bringen. Ja, also das war ja auch alles nicht so ganz richtig. Angefangen hat das eigentlich, als ich mich mit den beiden Piraten da gehauen habe, die mich angemacht haben. Und dann hatte ich auf einmal ein Crimestat. Und dann begann diese furchtbare Spirale der Gewalt, wo ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, wie das jetzt eigentlich passiert ist, so richtig. Sehr, sehr, sehr viel später. Na super, geht nicht mehr. Ah, ach so, ich bin gewiped. Hervorragend. Ja, dann nichts wie raus. Los, weg hier. Steht auf jeden Fall eine ganze Menge Gerümpel rum. Aber das interessiert mich alles gar nie nicht. So. Ich hoffe, das war jetzt Enter. Will ich nicht. Doch. Alles klar. Dann Maschinen an. Dann los, komm. So, genau. Landing gear retracted. So, schön Fluchtgeschwindigkeit. Puh, ey, na, herzlichen Dank, ey. So, schauen wir doch nochmal, ist denn überhaupt von den Missionen noch irgendwas übrig geblieben? Oh, gibt sogar noch was. Na, das ist doch was. Siehst du, das mache ich dann einfach im nächsten Video. Für heute würde ich jetzt erstmal sagen, das war jetzt hier Dosa auf Abwägen auf Korea, dem Security Outpost in Star Citizen. Und da hat er sich jetzt erstmal seine Personalakte wieder in Ordnung gebracht. Liked und disliked die Episode, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder quatscht mit uns einfach über Star Citizen. Wir senden dreimal die Woche live auf Twitch. Da würden wir uns sehr über ein Abo von euch freuen, genauso wie hier auf unserem Hauptkanal auf YouTube. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann checkt doch mal Patreon aus. Unsere Patreons sind für uns extrem wichtig und die machen uns Sachen möglich, die wir ohne sie überhaupt sonst nicht machen können. Halten den Channel am Laufen und sind einfach rundum großartige Leute. Vielen Dank hier nochmal an unsere Patreons von mir an euch. Dementsprechend bleibt uns gewogen, schaut's nächstes Mal wieder rein und Dosa sagt euch jetzt wieder See you on the flight deck!